Man muss auch nicht im Beruf bleiben. Ich habe auch Abschweifungen gemacht, bis zum CEO auf. Ich bin Mike Schudl, bin aktuell Berufsbildner in der Arnold-Gruppe, ab dem 1. Januar in der BKW-Gruppe für die Netzelektriker. Welche Lehre hast du absolviert? Ich habe meine Lehre gemacht als Netzelektriker bei der EKZ Bau Zürich damals und durfte dort im ganzen Kanton hin und her reisen. Respektive dort haben wir natürlich auch morgen um 7 Uhr schon auf der Baustelle angefangen. Wie bist du Berufsbildner geworden? Ich habe dort Verschiedenes ausprobiert, vor allem im Herz gefolgt, respektive das machen, wo man gesagt hat, dort habe ich auch die Motivation dahinter und das auch probiert umzusetzen, bis ich halt heute wieder nach gut 30 Jahren oder nicht ganz 30 Jahren wieder im Beruf, eigentlich, wo ich gelernt habe, zurück bin, aber eben einfach auf der anderen Seite als Berufsbildner. Ist alles immer so einfach gewesen, wie es jetzt wirkt? Oh nein, gar nicht. Das würde ich auch nie unterschreiben, dass es so einfach wäre, wie man es kann erzählen oder jetzt im Nachgang erzählt. Es sind natürlich Haufen Stationen zwischendrin. Man muss auch wieder viel hinter sich lassen. Heute teils muss ich sagen, würde ich bereuen oder bereue natürlich auch, weil einfach Abschnitte gemacht worden sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich es eigentlich auch wieder so machen. Hat es einen Tiefschlag gegeben in deiner Karriere? Ich glaube, der erste Tiefschlag oder Hammerschlag, den ich dort bekommen habe, ist beim ersten Mal selbstständig. Ich der 2 oder 3 Monate später die Firma können oder müssen zutun, weil mein Klumpenrisiko respektive mein Grosskund Konkurs angemeldet hat. Und ich natürlich nachher nicht mehr liquid war. Und für mich war dort ganz klar, ich wollte vorwärts gehen, was ich natürlich auch gemacht habe. Ich habe gesagt, jetzt fahre ich irgendwo komplett auf einer grünen Wiese an. Wie definierst du Erfolg? Ich denke, Erfolg ist, wenn ich innerlich zufrieden bin. Wenn ich kann sagen, zu Abend, heute habe ich etwas erreicht oder ich kann einem Lernenden können, helfen, dass er es einfacher hat für die Zukunft oder auch nur zu unterstützen, die Wertschätzung dort zeigen. Ich denke, das ist für mich der Erfolg, den ich heute eigentlich mitnehmen kann und dort auch schlussendlich weitergeben. Was würdest du Jugendlichen raten? Ich würde ihnen raten, probieren so viel Lehrberufe oder geht so viel schnuppern, wie ihr mögt, wie ihr könnt. Lasst euch dort auch nicht entmutigen, wenn ihr im Beruf oder ein Berufsbild dort sehr gut gefällt innerlich, wo ihr sagt, ja, mal, das könnt ihr mir vorstellen, geht dort noch bei anderen Firmen das Berufsbild oder diesen Beruf schnuppern. Weil oder viel wichtiger ist dann schlussendlich, dass das Team aussen auch passt. Das Berufsbild an sich passt, weil ich kann es auch mal ein bisschen Knatsch geben in der Schule oder mit den Eltern oder mit dem Lehrmeister. Aber wenn ihr dort die Motivation habt für den Beruf und für das Team, sind das alles Nebensachen und dann arbeitet ihr das ohne Probleme. Würdest du als Gimmi, wenn du noch mal entscheiden? Also ich würde heute wieder Beruf lehren, also somit auch nicht als Gimmi gehen. Was mir in der Lehre sehr gut gefallen hat, ist, ich habe sehr gute Mondeure dann gehabt, wo mir der Beruf der Netzelektriker beigebracht haben, respektive dort eben auch machen lassen haben und nicht nebenzu schauen mal zu, sondern haben gesagt, da ist das Werkzeug, mach und das eigentlich mehr oder weniger vom ersten Lehrjahr aus. Was hast du aus der Lehre für dein Berufsleben mitgenommen? Die Lehre hat mir sicher geholfen, selbstständig zu werden, natürlich auch Abläufe zu verinnerlichen, nachher die ganzen Strukturen vorzugeben, die man heute natürlich auch noch mitnimmt. Was willst du Lernenden mitgeben? Was ich euch mitgeben kann, probiert es aus, hört dort auf euer Herz. Es ist schlussendlich nicht alles in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Ich habe auch sehr viel ausprobiert in meinem Berufsleben, wie auch in meinem Leben. Ich muss auch nicht im Beruf bleiben. Ich habe auch Abschweifungen gemacht, bis zum CEO auf, bin dort wieder Montageelektriker und schlussendlich jetzt wieder beim Beruf zurück. Das heisst noch lange nicht. Das Wichtigste ist, dass ihr euren Grundstein oder euer Fundament, wie man so schön sagt, mit der Lehre legt und dort darauf nachher anfangen, die Steine oder die Pyramiden aufbauen für euren Lebensweg.